Jo Freunde, bevor es losgeht, heute ist ja Tag 2 von meiner Verlosungsaktion. Heißt also, heute verschenke ich wieder 1000 V-Bucks an euch. Und alles, was ihr tun müsst, um diese V-Bucks hier zu bekommen, ist einfach nur Abonnent von diesem Kanal hier zu sein. Also kurz runter zu scrollen und ein Abo dazulassen. Dem Video hier einen Daumen nach oben zu geben und dann heute ein Hashtag Tag 2 in die Kommentare zu schreiben. Halt am besten mit der Info, wie ich euch am besten erreichen kann, falls ihr gewonnen habt. Apropos Gewinner, der Gewinner von gestern ist der liebe Leon mit diesem Kommentar. Ich habe dir auch schon einen Code für die V-Bucks zugeschickt. Und ja, falls ihr, wie gesagt, heute die V-Bucks gewinnen wollt, einfach nur ein Abo da lassen, einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar mit heute Hashtag Tag 2 in die Comments. Und dann schauen wir uns jetzt den heutigen Fortnite-Shop an, wo sich auch wieder beide Seiten geupdatet haben. Außerdem haben wir noch einen neuen Emote drin, und zwar hier unten rechts die Jazz-Hände ist neuer Emote, ist heute zum ersten Mal im Shop drin, werde ich euch auch gleich zeigen. Fangen wir aber wie immer auf der linken Seite an. Dort haben wir heute nach langer Zeit mal wieder die Osterhasen-Skins drin. Nach langer Zeit, auch hier die Osterhasen-Hacke ist auch drin. Ich finde sie ziemlich geil, richtig, vor allem der weibliche Skin, richtig geiler Skin. Grüße gehen raus an Maxi an der Stelle, ist ja auch sein Main-Skin. Finde ich einfach ein mega geiler Skin. Ja, den Backpack benutze ich so gut wie gar nicht, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich würde mir den Skin auch holen, wenn da gar kein Backpack dabei wäre. So cool ist der. Also, ja, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Den männlichen, ja, er ist in Ordnung, aber ich muss sagen, ich finde den weiblichen deutlich cooler. Deswegen, wenn ihr euch da entscheiden müsst, ich würde auf jeden Fall heute eher den weiblichen Skin hier holen. Dann haben wir noch den Oblivion drin für 2000 V-Bucks und ich glaube, den relativ ähnlich aussehen, genau, Criterion auch noch dazu. Ich finde den Oblivion ein bisschen cooler. Die Farben sind eigentlich fast nur unterschiedlich, sonst sind sie relativ ähnlich. Der Kopf sieht noch ein bisschen anders aus. Dazu gibt es noch den Gleiter, den Terminus. Der ist ganz cool. Ist halt wieder so ein futuristischer Gleiter. Davon gibt es ja so viele. Da kommen wir schon zur rechten Seite. Dort haben wir erstmal den Abstrakt-Skin drin für 1500 V-Bucks. Ja, der Backpack gefällt mir persönlich jetzt eher nicht so gut. Deswegen würde ich den jetzt auch nicht hier unbedingt empfehlen. Dann gibt es noch die Flugpionieren. Finde ich eigentlich ganz nice. So, das Outfit, das finde ich gut designt. Aber auch das ist in meinen Augen jetzt hier kein Must-Have-Skin. Dann haben wir noch den Showstopper drin für 500 V-Bucks. Mit einer ganz coolen Melodie. Dann noch die Battle Pass Stufen. Immer noch hier die 10 Stufen plus 500 XP. Dann die Hacke vom Osterhasen-Set. Für 800 V-Bucks bekommt man diese Osterhasenhacke. Hier auf der einen Seite ein Schoko-Osterhasen, auf der anderen so eine Karotte. War auch, glaube ich, schon ziemlich lange jetzt nicht mehr im Shop drin. So hört sie sich an. Ja, ich würde sagen, die ist relativ selten, kann man also durchaus sich gönnen. Und im letzten Slot haben wir dann heute quasi das zweite Highlight neben dem Osterhasen-Skin hier. Heute ein neuer Emote, er heißt Jazz-Hände und kostet 200 V-Bucks und ich zeige ihn euch direkt mal. Genau, also man dreht sich so einmal und wackelt dann endlos lang mit den Händen, das hört auch nicht mehr auf. Ich spiele es nochmal ab. Ja, ist ganz in Ordnung. Für 200 V-Bucks geht es auf jeden Fall klar. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass sie für den hier jetzt 500 nehmen würden, aber 200 V-Bucks sind dafür auf jeden Fall in Ordnung. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Und wie gesagt, heute könnt ihr auch wieder 1000 V-Bucks gewinnen, wenn ihr hier euch zum Beispiel den neuen Emote oder was anderes holen wollt. Alles, was ihr tun müsst, um die 1000 V-Bucks hier zu bekommen, ist einfach nur ein Abo dazu lassen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und heute einen Hashtag Tag 2 in die Kommentare zu schreiben und am besten halt dazu, wie ich euch erreichen kann, also auf Instagram, Twitter, E-Mail, Discord, wie auch immer. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ich euch dann den Code zuschicken kann, wenn ihr gewonnen habt. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mich supporten wollt, tragt gerne Snoxy als Creator-Code im Fortnite-Shop ein, wie mein Kanal mit einem kleinen i am Ende dran, einfach Snoxy eintragen. Und auf die Endcard blende ich euch jetzt hier noch mein Video von gestern ein. Ziemlich cooles Video über einige coole Leaks. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, da geht es um den neuen Battle Pass. Einfach mal hier draufklicken und dann würde ich sagen, hören wir uns dort, hier draufklicken und bis dann. Tschüss!